Wir sind wieder bei mir in der Werkstatt. Mal gucken, was wir heute machen. Hallo ihr Lieben. Heute geht es mit der Hundehütte weiter. Ich werde heute mit meinem Sperrholz weitermachen. Heute habe ich einen 2,5 mm Dreischneider drin. Der fährt mit 700 mm pro Minute durch das Sperrholz hindurch bei einer Zustellung von 1 mm. Ich mache jetzt probehalber einen Fensterrahmen, um zu schauen, ob es mir gefällt. Und wenn es mir gefällt, dann darf ich davon noch 11 weitere machen. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Motor an und los geht der Spaß. Wie ihr seht, mache ich das heute mal in Echtzeit, denn ich vermute, das wird nicht allzu lange dauern. Ich hoffe es. Ist ja nichts Besonderes. Also der Geräuschpegel ist extrem niedrig. Ich muss dazu sagen, am Handy hört sich das immer ein bisschen mehr an. Was sicherlich daran liegt, dass das Handy selber auf der gleichen Unterkonstruktion steht wie die Fräse. Auf einem leeren, großen Plastikmülleimer mit Plastikdeckel. Ich habe so das Gefühl, als ob das ein Resonanzkörper ist. Macht nichts. Es ist wirklich sehr, sehr angenehm. Ich meine, wir haben es jetzt laut meiner Uhr 23.11 Uhr und über mir schläft mein Vater. Der hat sich noch nie beschwert, wenn die Fräse lief. So, als erstes wird eine kleine Stufe ausgefräst. Dann dürfte theoretisch das Innenteil ausgefräst werden und anschließend der Umriss. Naja, nun lassen wir die Fräse mal ihre Arbeit machen. Thank you.
Rauschen. Das ist auch schon der letzte Durchgang. Durchweichband. Das war's dann auch schon. Ich fahre jetzt bloß mal die Fräse ein Stück zurück. Ja, wie gesagt, ein Vakuumtisch ist wohl alsbald angesagt. So. So sieht der Rahmen jetzt aus. Ich weiß nicht, inwiefern man das jetzt erkennen kann. Ich habe da eine Stufe reingefräst. Ja. Muss natürlich einmal abgeschliffen werden, ist klar. Aber im Großen und Ganzen, ja, sehr schön. Hm. Was heißt abschleifen? Ich rubbel hier gerade mit dem Fingernagel drüber, selbst das reicht schon. Aber ich würde ihn erst schleifen wollen, wenn er an der Front angebracht ist. Die Front habe ich schon mal vorbereitet. Die sieht momentan so aus. Wie man sieht, habe ich das Holz ein wenig angeflammt. Ich möchte keine Farben verwenden, da Hunde ja recht feine Nasen haben. Nicht, dass Madame dann da nicht mehr hingeht, wäre ja auch scheiße. Hätte ich den ganzen Arbeit sonst gemacht. Ja, und der Rahmen, der soll praktisch hier so drüber. Mit dem gerade hinstellen, hapert es jetzt momentan. So soll der Rahmen drüber. Ich hoffe, ihr könnt das erkennen. Ja. Ja. Wie gesagt, ich habe 12 Fenster, das heißt, ich werde 12 solche Rahmen bauen und dann ist die Sache eigentlich schon gelutscht. Des Weiteren habe ich in der Zwischenzeit, da wart ihr nicht dabei, noch eine Giebelverkleidung gebaut, um den Dachgiebel ein wenig zu verschönern. Das ist im Prinzip deckungsgleich
mit der Dachkante. Ja, und soll dann hier drauf kommen. Vorher, wie gesagt, muss aber alles noch auf den Laser, damit da das Mauerwerk entsteht und noch ein bisschen Textur hinzukommt. Naja, edel geht die Welt zugrunde, ne? Aber ich muss ganz ehrlich sagen, auf den ersten Blick, wenn das erstmal angekokelt ist, doch, ich glaube, das werde ich genau so machen. Ja. Und den Rest, wie zum Beispiel die Laserarbeiten am Dach und an den Wänden, den zeige ich euch dann, wenn ich dabei bin. Für heute ist erstmal gut. Ich wünsche euch was, bis später. Und immer dran denken, mitmachen, nachmachen, besser machen. Und abschalten.